Wir sind hier in Itapema beim Challenger, unserem ersten Challenger im Jahre 2023 in unserer Olympia-Quali für The Road to Paris. Die Qualifikation besteht auch aus mehreren Qualifikationen tatsächlich. Die geht auch bis Juni nächsten Jahres, bis Juni 2024. Wir können uns über die Tour Punkte sammeln und man ist, muss unter den ersten Best 15 sein. Und dann gibt es noch eine andere Qualifikation über Continental Cup. Oder man wird Weltmeister. Also ganz einfach. Das ist unser Apartment. Unsere Wohngemeinschaft ist das hier. Hier sieht man unseren Wohnbereich. Küche, Essen und Wohnzimmer. Ja, hier sind die Schlafräume. Da habe ich letzte Nacht geschlafen. Und hier ist der Männerbereich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da reingehen darf. Nein, nein. Geh raus. Das ist der Männerzimmer. Das ist eigene Männerzimmer. Mutti versucht gerade was zu erklären. Weil Mutti der Boss ist. Nein! Papa! Ich sag nichts. Kriege ich wieder einen auf den Deckel. Es ist eine Riesenherausforderung für jede Spielerin oder Spieler, für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Und mit diesem Team, das ist besonders, weil ein kommt zurück von Schwangerschaft und der andere ist wirklich frisch ins Beachvolleyball, obwohl sie hat eine richtig viele Erfahrungen und hohe Leistungen in der Halle. Es ist eine andere Sportart. Diesmal auch als Trainer. Ich glaube, ich hatte noch nie so eine enge Betreuung von Trainer, Psychologen, wie es jetzt im Beachvolleyball ist. Kann auch jeder sagen, was er will. Ist mir auch mittlerweile scheißegal, dass Morf nur mein Mann ist. Ich finde, es ist ein sehr, 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 sehr guter Trainer. Ja, ich freue mich mega, dass es losgeht. Ich bin unfassbar aufgeregt. Ich freue mich, dass ich mit Luisa aufs Feld kann. Und hab einfach Bock aufs Zocken. Es ist sehr schön, dass wir das erste Quali-Spiel gewonnen haben. Ich freue mich sehr. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es trotzdem sau anstrengend, aber mehr für den Kopf. Aber geil, haben wir gewonnen. Also wer so gut in die zweite Qualifikation geht, da sehe ich auf jeden Fall eine Entwicklung. Weil es nicht selbstverständlich ist. Wir sind in der Qualifikation, wir fangen ganz unten an. Bei einer Quali ist es natürlich immer so eine, ist immer so eine fiese Sache. Ne? Du bist da. Wenn du verlierst, bist du raus, gehst mit nichts nach Hause. Du musst quasi rein, guck, was frei ist. Ja. Was ist denn frei? Eins. Weißt du, aber das, du musst das wirklich sehen. Alles ist so bitter und es tut so weh. Und ich muss sagen, es motiviert aber irgendwo noch mehr an dem Projekt. An sich zweifle ich nicht. Ich weiß, dass es unfassbar hart wird. Und natürlich wird es mit so einem Ergebnis nicht einfacher für uns. Aber die Qualität, die in unserem Team steckt, da habe ich totales Vertrauen drin. Es geht jetzt nach Rio, dann fahren wir mit dem Taxi weiter nach Sacarema. Und am Donnerstag startet das nächste Turnier für uns. Also Morf und Theo, die fahren heute nach Hause. Wir trennen uns in Rio von den beiden. Ja, Itapema verlassen wir mit, ich glaube, das lässt sich am besten mit ausdrücken, mit Mund abwischen, Mund abputzen, weiter geht's. So lässt sich's ausdrücken. Thank you.
So, sag Karina, Lisa ist am Strand, bewegt sich. Oh, das ist so scheiße heiß. Aber wir freuen uns. Leute, ich bin tierisch müde, aber glücklich. Es ist halt unbezahlbar an Erfahrungen und neue Erkenntnisse zu sammeln, zu wissen, auch wo man steht, diese Spiele zu spielen, was das bedeutet. Also wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Also waren bestimmt Momente dabei, die auch mal zum Lachen und zum Schmunzeln waren. Und ich hoffe, das Schmunzeln bleibt auch da. Weil das Spiel ist nicht immer perfekt und man kann auch richtig dreckig gewinnen, man kann aber auch dreckig verlieren und so ist das im Beachvolleyball. Es klappt mal richtig gut und klappt mal richtig oder klappt gar nicht, aber wir sind hier noch ganz am Anfang und ich freue mich über alles, was kommt. Das